Heute an einem wunderschönen Tag sage ich euch Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jürgen aus der Bastelgarage und heute sind wir bei mir im Garten. Vielleicht kennt der ein oder andere das schon. Das hier ist mein Pumpenhäuschen vom Swimmingpool und hier neben ist unsere Hütte. Und hier steht ein Kühlschrank. Und genau auf diesen Kühlschrank scheint jeden Nachmittag, wenn die Sonne draußen ist, knallt die richtig hier auf den Kühlschrank und erwärmt den. Und da wollte ich etwas ändern und wollte hier eine Art Türe reinbauen. Und diese Schiebetür, die soll ungefähr so aussehen. Das ist jetzt das, was wir heute im Video mal machen. Und zwar soll diese Schiebetür hierhin eingeklemmt werden. Und wenn jetzt nachmittags die Sonne kommt, wird das Ganze hier als Schiebetür nach vorne gezogen und hält die Sonne ab, damit die nicht auf den Kühlschrank kommt. Das Ganze wird natürlich hier, wo das offen ist, kommen Lamellen rein. Also man nennt so etwas Schlagläden. Habt ihr auch bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Vor den Fenstern. In Bayern ist das viel. Und damit da Luft durchzirkulieren kann. Und wie wir dieses erste Teil bauen, das zeige ich euch heute. Hergestellt habe ich das Ganze aus ungehobelten Leisten. Die sind 3 x 5 cm groß. Die sind 3 Meter auch lang. Und die habe ich erstmal alle geschliffen. Und zwar mit der Schleifmaschine. Eine unheimliche Arbeit, hat glaube ich 3 oder 4 Stunden gedauert. Aber dafür sind sie jetzt richtig schön glatt. Das hier ist jetzt das erste Teil davon. Das kann man so schon mal sagen, ist so der erste Rohbau. Und zwar geht es hier um diese Rundung. Das hier ist bis unten hin rund. Ich zeige euch mal ein ganzes Bild. Und um diese Rundung herzustellen, habe ich 3 von den Balken mit der Dübelfräse und Lamellus zusammengesetzt und dann diese Halbrundung herausgeschnitten. Legen wir mal los. Ich habe jetzt hier die 3 Bretter zusammengelegt. Ja, da ist hier sind die kürzeren dran, das hört hier auf. Und dann bin ich hingegangen, muss ich natürlich vorher alles ausprobieren. Aber jetzt hat es dann nach dem 3. oder 4. Anlauf mal geklappt. Und zwar habe ich von hier hinten aus alle 5 cm einen Strich gemacht. Habe dann hier hinten gemessen, in meinem Fall ist das 14,5 cm. Die 5 cm entfernt habe ich 1 cm weniger genommen, also 13,5. Hier ist das nächste dann 12,5. Und so weiter. Wobei das hier ab einer Länge von ungefähr 50 cm, dann geht es nicht mehr im Zentimeterschritt, sondern von da aus sollte man bis hier unten hin im halben Zentimeter Abstand gehen. Also ich habe jetzt hier 7,5, 7, 6,5, 5 und so weiter bis hier in die Mitte. Das ganze Brett ist bei mir 1,80 Meter lang, also bei 90 cm in der Mitte. Dann habe ich hier so eine Aluleiste und die habe ich mir provisorisch immer Stück für Stück hier hingehalten und dann hier mit dem Bleistift angezeichnet auf der anderen Seite. Das ging eigentlich ganz gut. Zwischendurch musste ich das ein bisschen klemmen und konnte halt immer nur 5 cm machen. Aber jetzt ist eigentlich eine schöne Rundung und genau das gleiche habe ich auf der anderen Seite auch angezeichnet. Die 3 einzelnen Hölzer will ich jetzt miteinander verbinden. Dazu mache ich mir jetzt einen Strich. Ich möchte das Ganze mit der Dübelfräse, mit der Lamellofräse machen. Und das hier wird ja alles noch weggeschnitten. Deshalb werde ich mir jetzt mal hier, wo ich das machen kann, werde ich mir mal 2 Striche machen. Da müssen dann die Dübel rein. Hier wieder versetzt. Damit ich nachher weiß, wie diese 3 Bretter zusammengehören, habe ich hier jeweils ein Schreinerdreieck drauf gemacht. Das heißt, ich kann nachher hier sehen, wenn das hier, das muss übereinander stimmen, dann ist das, gehört das zusammen. Die Dübelfräse habe ich jetzt auf 15 mm Tiefe eingestellt. Die Leisten hier sind 30 mm dick, also dass ich genau in der Mitte eine Fräsung reinmache. Fangen wir mal an. Thank you.
Die Löcher sind wunderbar schön drin. Jetzt habe ich hier diese Lamellus, das sind 20er. Die werden hier einfach reingeleimt. Auf der Seite sind die Lamellus alle drin. Jetzt machen wir hier noch schön Leim rein. Und zusätzlich hier auf die Fläche auch noch. So, und dann setzen wir das Ganze mal aufeinander. Das passt doch schon ganz gut. Muss natürlich noch mit Schraubzwingen zusammengesetzt werden. Allerdings müssen wir jetzt erst noch hier diese dritte Leiste da dran machen. Und das machen wir dann direkt mit Schraubzwingen, klemmen wir das schön zusammen. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Was jetzt noch fehlt, ist halt die Trocknung und dann sägen wir das Ganze halbrund hier hinten mit der Stichsäge aus. Die Eckverbindung hätte ich gerne als Zapfenverbindung. Das bedeutet hier so etwas auf der einen Seite. Ich drehe es mal rum. Und auf der anderen das hier. Und dann wird das Ganze hier ineinander geschoben. Und das stelle ich folgendermaßen her. Ich zeichne mir jeweils hier die Stärken des Holzes an. Und da habe ich mir jetzt hier das Streichmaß auf 9 mm eingestellt und zeichne mir das hier mal von beiden Seiten an. In dem Fall von dem kurzen Holz muss das Mittelteil raus. Das zeichne ich mir an, damit ich das auch ja nicht aus Versehen verkehrt rausschneide. Und an der langen Seite geht das genau andersrum. Da werden die beiden äußeren Kanten weggeschnitten. Auch da zeichne ich mir an, was hier weg muss. Eigentlich habe ich mir mal hier für die Tischkreissäge eine wundervolle Zapfenschneidemaschine gemacht. Mein Problem ist halt einfach, ich komme bei dieser 1,80 Meter langen Latte einfach nicht mit dem Ganzen hoch. Deshalb schneide ich das anders ein. Ich habe ja jetzt hier an der langen Seite, muss rechts und links das weg. Das schneide ich mir erstmal hier rechts und links mit der Tischkreissäge ein. Ja, und das bedeutet im Umkehrschluss, weil ich die Höhe nicht habe, kann ich dieses schöne Gerät nicht einsetzen. Deshalb machen wir das heute hier mit dem Multischneider. Es müsste auch eigentlich gehen mit der Handkreissäge, aber da brauche ich wieder eine andere Halterung für. Die habe ich im Moment nicht. Deshalb schneiden wir das hier mit mal aus. Einmal das Blatt gewechselt, statt einem breiten ein schmales und dann sägen wir das hier aus. Jetzt komme ich aber nicht tief genug in dieses Holz hinein, also stemme ich das erstmal hier aus. Nachdem alles ausgeschnitten ist, setzen wir das mal kurz zusammen. Das ist der Rahmen von der Türe und mittlerweile ist auf der anderen Seite die Sachen, die wir zusammengeleimt haben, die sind getrocknet und da gehen wir jetzt mal weiter dran.
gehen wir mit der Stichsäge weiter und schneiden uns hier aus diesen Brettern, die wir zusammen geleimt haben, oder aus den Balken, die wir zusammen geleimt haben, schneiden wir jetzt mit der Stichsäge die Rundung aus. Habe ich jetzt hier eine schöne Rundung drin, so halbrund. Das soll dann hier noch eingebaut werden, und zwar jeweils 20 cm vom Rand entfernt. Ja, es hat mittlerweile ein Gewitter angefangen, also ich bin am Schwitzen wie verrückt, es ist drückend heiß. Wenn es zwischendurch donnert, dann liegt das halt an dem Unwetter, was gerade hier drüber hinwegzieht. Aber ich denke, das sollte der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Das Ganze habe ich jetzt hier mit einem Winkel hier unten und auch gleichzeitig oben ausgerichtet und hier genau 20 cm Abstand gemacht. Jetzt werde ich mir die Breite dieses Querholzes hier unten drunter anzeichnen. Und oben genauso. Nun schneiden wir auch hier die Vertiefungen jeweils hinein. Das ist jetzt geschnitten, der Zapfen ist jetzt fertig. Gleichzeitig habe ich hier rechts und links noch 1 cm abgeschnitten, damit das Holz, wenn es hier drin steht, übersteht. So, das Untergestell ist ausgerichtet. Jetzt muss ich nur noch das hier, wie gesagt, das wollte ich 20 cm vom Rand entfernt anbringen. Jetzt zeichne ich mir den Zapfen hier an. Nehme mir hier das untere Teil heraus und zeichne dann hier die jeweiligen, wie weit ich hier rein muss. Und hier hinein muss jetzt das Loch, damit da der Zapfen hinein kann. So, für dieses Loch oder für dieses Langloch im Prinzip bohre ich mir 2 Löcher da rein und schneide dann mit der Stichsäge das Loch aus. So, das Loch ist da schön dran. Ich habe hier alles nochmal aufgebaut. Jetzt wird das einfach ineinander geschoben. Und schon ist es richtig toll fest. Passt ganz toll. Ja, das hier ist jetzt wie gesagt die Rundung. Hier kommen die Lamellen rein. Hier die Füllungen. Und ich habe mir jetzt hier die Mitte angezeichnet. So einen Klotz zurechtgeschliffen, genau auf die Länge. Und das werde ich mir jetzt hier mal unten drunter anzeichnen. Da sollen ja auch wieder die Zapfen dran, damit ich einen Anhaltspunkt habe, wie weit ich hier einschneiden muss. Dann ist mir eingefallen, dass es für diese Zapfen auch noch eine zweite Möglichkeit gibt, die hier an der Tischkreissäge zu machen. Zeige ich euch einfach mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich habe das etwas schmäler gemacht, rechts und links, damit man eventuell keine Löcher sieht. Habe mir dann hier die Mitte angezeichnet, hier dann auch. Das lege ich hier so mal hier drauf. Das müsste genau in der Mitte sein. Den Winkel lege ich gerade und dann zeichnen wir genau da die Zapfen an. Und damit wir wissen, welche Seite wo ist, werde ich das hier von mir hier aus gesehen mit links und dann mit das mit rechts. Und da, wo die Schrift ist, das ist oben. Also kann ich das nachher nicht vertauschen. Es könnte ja sein, dass die Zapfen irgendwo einen Millimeter unterschiedlich sind und das Ganze passt dann nicht mehr. Und deshalb sollte man sich das schon anzeichnen. Ja, bauen wir es mal kurz zusammen.
Jetzt wollten wir uns ja um die Füllung erstmal von dieser Tür kümmern. Und zwar habe ich davor so ein 10 mm Bretter. Die will ich da reinmachen und zwar in eine Nut. Diese Nut machen wir hier mit so einer sogenannten Scheibennutfräse. Das ist jetzt eine 2 mm dicke. Ich habe jetzt eine 4 mm dicke eingespannt. Die schneiden wir in zwei Etagen ein und brechen das mittlere Teil Holz heraus. Zeige ich euch aber jetzt. Dieses Brett oder ein größeres, das soll ja hier hinein und dieses Teil hier zumachen. Jetzt habe ich mir hier in der Oberfräse, wie gesagt, diesen Nutfräser reingemacht und eingestellt. Und damit machen wir jetzt hier im Innenkreis, gehen wir einmal rund und machen eine Nut hinein. So sieht die unterste Nut jetzt aus. Und da machen wir jetzt noch eine zweite Nut drüber. Und zwar soll ja hier dieses Holz, das soll ja hier reinkommen. Die Nut ist jetzt 4 mm breit und hier muss ich ein 10 mm Loch reinmachen. Neue Tiefe eingestellt und schon geht's los. Hier ist jetzt die Kante, die breche ich jetzt mit dem Stechspeitel raus. Und hier hinein kommt dann dieses Brett. Dazu baue ich natürlich nachher alles wieder auseinander, aber das sieht doch schon mal gut aus, dass hier die Füllung schön drin ist, fest drin ist. Die Phase ist jetzt schön hier reingefräst. Jetzt nehme ich mir dieses Brett, was da rein soll, ein kleines, wie gesagt, es ist nur zu Maß nehmen und zeichne mir hier rundherum an, wie tief das dann da reingeht. So, das sind dann durchschnittlich 1 cm geht das Ganze da rein. Messen wir das Ganze mal aus. Das hier ist 15,3 cm. Jeweils rechts und links 1 cm dazu, wären wir bei knapp 17,5. Also werde ich das Brett auf 17 schneiden, dann habe ich 3 mm Luft nach rechts und links. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht und zwar wollte ich die Ecken mit so einem Fräser hier rund machen. Jetzt hat natürlich dieser Fräser hier unten diesen Anlaufring. Das heißt, der Anlaufring läuft ja normalerweise über die Kante und schneidet das weg. Da ich jetzt aber hier unten eine Hohlleiste habe, habe ich keinen Halt mehr, um das Ganze hier festzumachen. Also hätte ich das einfach vorher machen müssen. Aber ich habe da was anderes und zwar ein Notbehelf. Vielleicht hilft euch das ja auch irgendwann mal weiter. Leider, das ist ja jetzt, ich glaube, das nennt sich ein untenliegendes Rad. Es gibt die ja auch mit hier oben am Schaft. Und so einen Fräser habe ich leider nicht. Deshalb habe ich mir jetzt hier das hier dran gemacht. Muss natürlich für jede Seite umstellen, aber für Notbehelf, das hilft mir jetzt hier, den genauen Abstand zu finden. Und dann machen wir das hier mal. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier das Seitenteil raus. Und schieben hier einfach mal von der Seite diese Seitenteile hinein. So, die Leiste wieder drauf. Kurzer Blick auf die Tür, wie sie jetzt aussieht. Es fehlen halt noch die Lamellen, aber ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Ich habe ein kleines Problem mir selber gemacht. Und zwar habe ich mir mit der Oberfräse da so einen richtigen Schmisser reingehauen. So richtig das Holz weggemacht. Schade, muss ich wahrscheinlich dann nachher beispachteln. Aber ich denke mal, so an sich ist es eigentlich sonst gut bisher verlaufen. Man muss aber denken, ich bin kein Profi, ich bin Bastler. Und mit diesen Eindrücken verlasse ich euch für heute, sage danke für euer Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es weitergeht mit dieser Schiebetüre. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis dann. Gruß, euer Jürgen.